bleib gebückt und dreh dich um deine Wirbelsäule. Hallo, willkommen. Wenn du Schwierigkeiten hast, deine Arme auf die richtige Ebene am Anfang des Abschwunges zu senken, wenn du merkst, wenn du dich aufnimmst oder wenn dein Lehrer dir immer sagt, du bewegst deine rechte Schulter zu dolle nach vorne, du schwingst von außen nach innen, das ist der Grund für deine Pulls und Slices, dann möchte ich unbedingt, dass du Folgendes ausprobierst. Was fast garantieren wird, dass du den Schläger besser auf der Ebene runterschwingst, statt nach vorne zu werfen, ist Folgendes. Benutz deine Schulter und versuch, deine Schulter um deine Wirbelsäule von Gefühl her zu schwingen. So, wenn ich den Schläger so mit gekreuzten Armen halten würde, gegen meinen Brustkorb halten würde und erstmal aufrecht stehen würde, ist das Schulter um die Wirbelsäule drehen. Und jetzt bücke ich mich wie beim Stand und ich mache genau das Gleiche. Okay? Einfach 90 Grad zur Wirbelsäule. Das ist falsch und das ist falsch. Jetzt der nächste Schritt für mich und für dich ist es, den Stand einzunehmen. Nun, es ist wichtig, dass du bei dieser Methode dich mehr als normal bückst. Und ich erkläre, warum gleich. Und dann müsst ihr auch weiter weg vom Ball stehen. So, jetzt werde ich an das Gefühl denken und ich werde weiter um meinen Körper schwingen. So, wenn ich die Schulter 90 Grad zur Wirbelsäule lasse beim Abschwingen, dann kann ich nicht von außen kommen. Ja, es könnte sein, dass ich irgendwas mit den Händen mache, aber das ist ihr ungewohnt. Meistens, wenn Golfer von außen kommen, ist es die rechte Seite, die zu sehr nach da geht. So, wenn ich mich so drehe, bleibe ich auf der Ebene. Und das Schöne ist, man kann so schön entschlossen schwingen. Ich habe da richtig Dampf eingesetzt, aber der Ball ist gut geflogen. So, warum müsste ich mich mehr bücken? Naja, weil du jetzt deine Schulter um die Wirbelsäule drehst. Wenn du aufrecht stehen würdest, würde das bedeuten einen zu flachen Schwung. So, falls es deinem Rücken gut geht, du dich gut fühlst, das kannst du gerne machen. Vielleicht geh auch ein bisschen mehr in die Knie, das gleicht aus, damit du nicht so belastet wirst im Rücken. Und dann bleib so, wie du bist, bleib gebückt und dreh dich um deine Wirbelsäule. Und so bleibt der Schläger so. Er kann nicht nach da. Okay, so das ist eine andere Methode, ein bisschen One-Plane-Swing. Aber wenn du bislang Schwierigkeiten hattest, das zu tun, die Arme fallen zu lassen, was ideal wäre, dann gibt es eine super Alternative, die ich gerade gezeigt habe. Probier es aus. Ich hoffe, dass es dir hilft. Einen schönen Tag wünsche ich dir.